Ja, lange ist es her und damit willkommen zurück zu einem neuen American Truck Simulator Video. Wir stehen noch in Boise in Idaho. War das Idaho? Ich glaube, es war Idaho. Wir schauen mal nach, wohin die Reise von hier aus geht. Ja, es war Idaho. Fahren wir mal nach Kalifornien, würde ich sagen, ne? Ist ja gut, dass auch das der beste Auftrag gerade ist. Aber und ich wollte sowieso noch nach Kalifornien, denn das Kalifornien ist ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, ist schon die dritte Phase draußen. Ich glaube schon irgendwie. Zumindest habe ich es irgendwie gerade so im Kopf, dass ich irgendwas von dritter Phase gelesen habe. Es kann aber auch sein, dass es die dritte Phase von. Nee, das war schon, wenn schon an Kalifornien Rework, dritte Phase oder so. Wir nehmen einfach meinen Auftrag, den autonomes Tractor. Von Nampa, Idaho, nach Oakland in Kalifornien. Genau, in Kalifornien. 64, oh, knapp 65.000. Und ich habe mal einfach mal kurz nachgeschaut. Wir gehen ja gleich mal die Karten ansehen. Die Ansicht. Wir haben nur in Phoenix eine Garage, sprich nur in Arizona. Und da die letzten paar doch schon da doch schon wieder vermehrt auf Nebraska jetzt ein Auge gesetzt wurde, hier Nebraska Memorials, Big in Nebraska, wie viel weit? Okay, ja gut, das ist von jetzt. Deswegen sollten wir uns, wo sollte ich mich nach dieser Fahrt, also quasi dann in der nächsten Woche, sollte ich mich versuchen, dass ich nach Wyoming oder Colorado oder Kansas fahre, damit wir für Nebraska eine Garage in der Nähe haben. Ich meine, die Kohle, die haben wir ja. Ich glaube, ich wollte ja eigentlich. Also, ich sitze jetzt ja wieder im Canrus T680. Einfach aus dem Grund, weil der noch nicht auf, weil der aufgrund des Winter-Events nur auf 680 Meilen oder so ist. Deswegen dachte ich, fahre ich, setze mich in den rein. Ich wusste auch nicht mehr ganz genau, wie ich es jetzt gesagt hatte, was mein Plan ist. Ich dachte, mein Plan war ja, dass ich eigentlich mit dem Cascadia fahre. Aber ich fahre erstmal mit. Also, Okay, der ist schon let's gerade find a new wieder. route. Mind. I'll Wieder find wild, you a route. Leggy. Get Also ready to brutal, deploy. Leggy. Kommt natürlich. Ist natürlich irgendwie ein bisschen länger her, aber. Das Ding ist, Streamlabs. Gott. Wurde Turn auch left. geupdatet. Irgendwie. Von daher kann es auch Stay daran left. liegen. And then turn left. Dass die Einschränkungen nicht benommen wurden. Aber gut, wir sind ja auch ein Turn left. Boise. Boise ja nicht, ist ja nicht gerade klein. Ja, aber mal schauen, ich glaube mal, ich fahre dann. Die anderen, das sind alle so, glaube ich, ungefähr die anderen LKWs auf. Gab es denn links für LKWs? Ich weiß schon nicht mehr, was so ein Tastenmenü das war. Weil ich es auch nie genutzt habe, ich bin nur über die Garage gegangen. Super. Ja, das ist der einzige, der unter 5000 Meilen ist, der Canrus T680. Deswegen würde ich sagen, fahren wir den einfach mal auf die 5000. Und dann kann ich mich in den Cascadia setzen und dann auch. Weil der Freightliner Cascadia, der war ja auf alle Fälle derjenige, der gebraucht gekauft war. Dementsprechend auch in gewisser Weise irgendwann eine vollständige Wiederherstellung braucht. Was ja der Plan auch war. Und dann kann ich mich dann, nachdem ich hier die 5000 eingefahren habe, wird es nicht in den nächsten paar Fahrten sein, wahrscheinlich drei Fahrten oder so. Dann sollten wir den auf 680, dann sollten wir den 680er, den T680 auf Dingens haben, ne? Hier auf über 5000 Meilen. Es ist, ja gut.
Es sah gerade cool aus, als ob es länger werden würde, aber. Ich habe auch nicht ganz darauf geachtet, weil ich das eher im Augenwinkel gesehen habe, als ich aufs Navi geschaut habe. Wie weit haben wir es denn jetzt überhaupt? Okay, 19 Meilen sind wir noch. Boise ist ja auch nicht gerade klein. Stay right and then exit right. Exit right. Dann wollen wir raus. Stay right and then turn right. Turn right. Auch noch einen Traktor ab. Go straight. Und wie gesagt, Kalifornien, da war also ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal Manila, Kalifornien war. Das muss echt Ewigkeiten näher sein. Ich kann mich halt nur noch erinnern, dass ich halt im gemappten Kalifornien war. Wo also quasi hier mit Sierra Nevada Map etc. pp. Go straight. Ah, hier sind wir. Ich erinnere mich, dass ich hier vorne raus wollte, aber es ja nicht ging. Get ready to turn left. Turn left. Also wir haben ein bisschen Geld, muss ja noch wieder einfahren fürs Nevada, ach, fürs Nebraska-Event dann jetzt. Also wenn das wirklich soon ist, dann. Aber das ist ein bisschen Geld, ich muss nicht. Das Geld muss ich eigentlich nicht wirklich einfangen, wenn man eine Melone drauf bekommt. Das Gute ist, dass das Event ist ja nicht so wirklich. Ja, gut, das Event, das Cruising in Nebraska Event. Ausgehen darf einfach mal, dass in Nebraska als nächstes kommt. Das wird ja nicht. Also wird ja kein 2-Wochen-Event sein, sondern das wird dann ja wieder so ein 3 bis 4 Wochen-Event sein. Das ist dann. Super. Von da ist dann nicht so ein Zeitdruck wie. Welches Event war es noch gleich? Das letzte auf alle Fälle. Ja, ich weiß schon gar nicht mehr, welches das letzte Event war. So lange ist schon her. Ich weiß nur, dass es nicht das Weihnachts-Event war. Aber da, gut, den Zeitdruck habe ich mir auch selber mehr oder weniger gemacht. Einfach aufgrund dessen, dass ich das Ganze mit der Abstimmung mache. Ich hatte nur noch eine Woche hatte für 14 Fahrten. Das war schon eine wilde Nummer. Muss ich eigentlich nicht nochmal haben. Go straight. Ah, klar. Ich habe gerade wieder nachgeschaut. Das ist Ostern kein Event, das war mir klar, aber es war natürlich das Hall and Hearts Event vom. Ja gut, aber. Weiß nicht, ob es Ostern. Wenn es. Ich glaube, gab's ein Ostern-Event letztes Jahr oder die Jahre davor? Ich glaube nicht. Then turn right. Interessanterweise glaube ich sogar gar nicht. Also.
Nicht, also, dass ich es nicht mehr weiß, ist kein nicht interessant, aber ich glaube, dass es nicht so war, obwohl es natürlich halt auch für Weihnachten Events gibt, aber und für das kommerzielle Event, das war den kommerziellen Tag, den 14. Februar. Kommerziell nicht das richtige Wort ist, aber mir fällt gerade das andere nicht ein. Für Ostern irgendwie kann ich mich zumindest nicht daran erinnern, dass es jemals gab. Mittlerweile schon echt wieder vergessen, was wie hier ist die Woche vorkommen. Ich habe übrigens mal nachgeschaut. Ich habe ja, ich glaube, in einem der letzten Videos vom Hornhards Event habe ich ja drüber gesprochen, über Railroad. Ja, wie ist es nochmal? War doch richtig, wie ich gedacht habe, habe ich über Railroad Corporation gesprochen, dass da Railroad Corporation 2 dieses Jahr rauskommt und ich vorher noch Railroad Corporation Klammern 1 anfangen möchte. Allerdings und ich prinzipiell auch schon hier mit diesem ja, schlechten Ersatzrechner machen wollte. Okay, was ist schlecht? Aber ja. Doch, man kann schon sagen, schlecht. Ich meine, wenn man bedenkt, dass die Grafikkarte, die ich im alten Rechner hatte, dass das die Nachfolgeversion von dieser Version war. Die ich glaube mit 1 GB RAM, ach, 1 GB Grafikkartenspeicher so gesehen, sogar weniger besser war als die hier, die glaube ich, ja, die hat gesagt, weil bei dem gerechnet sind halt 1 GB mehr, ist aber halt das Vorgängermodell und davor hatte ich halt ganz allen hatte ich die AMD Radeon R280 drin und hier drin ist halt eine 270. Ich bin mal, also die 280 gab es auf jeden Fall nicht mehr. Und ich glaube, das Einzige, was halt so in dem Rahmen war und halt drauf gepasst hat, war halt die 270. Wenn man halt danach geht, ist es halt schon interessant, dass es doch teilweise so gut ist. Allerdings so, wenn ich mir bedenke, dass es halt bei Arc halt doch schon, ne, the lowest of the lowest quasi ist. Und ich glaube, damals war es halt nicht the lowest of the lowest, also mit der 280. Aber ja. Aber da Railroad Corporation. Von wann ist Railroad Corporation? Das ist. Okay, ich habe jetzt. Ah, okay. Ich wollte schon gerade sagen. Ich merke schon, ich mache wieder viel Arbeit mit Schneiden. Später. Gut, es ist gar nicht mal so alt, wie ich dachte. Also, ich habe irgendwie mit. Keine Ahnung. 2000. Ja, ich weiß nicht, womit ich geredet habe. Die Grafik ist ja eigentlich schon Railway Empire-mäßig like. Also halt doch nicht. Ja, ne, doch schon modern, ja. Aber ich irgendwie doch ein bisschen mit wenig gerechnet. Ist von 2019. Also noch gar nicht so alt. Und der neue Teil kommt dieses Jahr oder soll wahrscheinlich dieses Jahr rauskommen. Ist das noch mein Stand? Der auch ein bisschen älter ist der Stand. Aber ja, hier Dings, ne? Also Cloud funktioniert, das heißt, ich könnte prinzipiell damit dann auch jetzt schon beginnen.
Allerdings wäre das für mich jetzt so eine Sache, wo ich halt ein bisschen mehr Zeit für habe. Also weniger Zeit, sondern mehr Kapazitäten Zeit, so gesehen. Ich meine, ich habe die Aufnahme jetzt ja auch mehr oder weniger nur dazwischen geschoben, auch wenn eigentlich nicht wirklich der Space dafür ist, aber einfach weil ich noch zu viele Sachen quasi habe, die noch gerendert werden müssen. Um sie zu backuppen. Weil einfach 12 Stunden plus Videos halt nicht bei YouTube gehen. Es sei denn, man hatte den Account damals schon durch und was auch immer, dass es dann noch geht oder I don't know. Weswegen ich dann halt mit der klapprigen Mühle hier zum aktuellen Zeitpunkt halt einen halben Tag verbrauche, um Sachen halt kleiner zu rendern und dann für ein Video sind es dann halt 2 Tage. Also nicht jetzt 48 Stunden, sondern halt je nachdem, wie die Stream-Qualität halt ist. Bei 1080-30 sind es dann halt für, sagen wir mal, 6,5 bis 7 Stunden oder so sind es dann halt. Jetzt muss ich lügen. Pendelt sich halt im Grunde genommen darauf ein, dass es quasi, wenn ich wegfahre, dass es so bei 6,5 Stunden oder so ist, oder 6 Stunden, 6 bis 9 Stunden halt so ist, was die Renderzeit betrifft. Wenn ich dann wieder zu Hause bin, nach 5 Stunden, 4,5 bis 5 Stunden, dann sind es halt, kurz mal konzentrieren zum Abbremsen. Dann sind es halt. Du kannst auch schon mal. Ah, ich erinnere mich, dass der Retarder hier nicht so stark, also nicht so schnell eingreift. Oder Eingriff. Weil ich wieder zu Hause bin, dann ist es eigentlich schon im Grunde genommen entweder fertig. Halt je nach der. Je nach Anzahl oder je nach Masse der Bewegung vom Stream her. Oder es dauert halt noch irgendwie, ja, 20 bis 40 Minuten oder so. Wenn ich halt nicht irgendwie was, ne, irgendwas mal anschaue auf YouTube oder whatever, dann, oder halt auf Twitch einen Stream anschmeiße, dann ist halt auch die Zeit, in der es dann fertig ist. Ansonsten dauert das noch gerne mal länger, aber ja, es dauert halt lange. Vor allem, wenn man dabei denkt, dass man halt eigentlich, also dass ich, wenn der andere Rechner hier stehen würde, dass es deutlich schneller geht. Ja. Ich hätte es ja wahrscheinlich auch mit dem Dings probieren können, mit dem Laptop. Allerdings, da der ja gerne überhitzt und auch scheiße laut ist, weil da halt auch immer so Arsch ist. Das ist leider keine Sache, die ich angenommen nehmen kann. Aber ja. Deswegen bin ich gerade noch so am. Deswegen habe ich jetzt auch dieses Video. Die ATS und ETS2-Video, das ich jetzt wieder, ne, beginnen wollte und will. Um mal halt Geld einzufahren, vor allem in ETS2. Und halt für ATS, um halt hier auf dem Profil für World of Trucks Sachen, also eigentlich für World of Trucks Event und so, Events und so, aber dass ich da halt ein paar mehr Garagen habe. Ich meine, ich brauche es ja prinzipiell nicht. Ich kann ja im Grunde genommen auch mit der Schnellreise für
bis, ja, sagen wir mal maximal 2000 Dollar, je nachdem, wo ich gerade bin, halt hinreisen. Aber ich bin ja, glaube ich, jetzt schon sogar so weit, dass ich den. Okay, wir müssen, glaube ich, gleich links. Aber das ist ja auch wieder ein super Spot hier. Super Spot, dann müssen wir gleich hier schon eine Rundfahrt machen. Haben wir es wieder noch ein bisschen einfacher, wenn man das dann freier sich zuweisen kann, so. Und ja, ach ja, jetzt weiß ich, wo der Satz geendet hat. Wenn wir rechnen sind, haben wir sowieso keinen Platz mehr für irgendwas. Von daher brauche ich mindestens eine Garage hier auf dem ATS-Profil. Das einzige Gute ist, dass zwar auch Zeit verloren geht, also ist bei, ja, das Rennen dauert natürlich auch so plus minus so lange, wie das Video geht zu rendern und nicht irgendwie, keine Ahnung, Viertelstunde, 20 Minuten, wenn was Vernünftiges hier stehen würde. Einfach wieder so richtig oldschool hier, was das Rendern und so betrifft. Aber es hat nicht ganz so viel Zeit, die dann verloren geht, wie jetzt bei längeren Videos. Meine Güte, richtiges Dreieck hier. Aber ja, deswegen, ne, Kapazitäten, was das Rennen betrifft. Also ich glaube, ich habe, boah, ich weiß es gar nicht, ich will es auch eigentlich gar nicht wissen, wie viele Videos ich noch zu rendern habe. Also das sind, glaube ich, und das Problem ist, ich komme mal ab und zu, also zum Glück nicht jeden Tag, aber ab und zu kommen halt noch weitere Videos dazu, die halt unter die Rubrik fallen. Scheiße, mir fällt gerade auf, da das eine Video, das. Der eine Stream bei 1080p 60 FPS ist halt das Problem, dass das dann nicht irgendwie 6 Stunden dauert, sondern da dauert dann halt, keine Ahnung. Ja, ich würde ja gerne sagen 12 Stunden, aber ich glaube, das sind teilweise dann irgendwie, aber es fängt an mit 24 Stunden oder so. Weswegen ich dann eigentlich das mittlerweile dann quasi cutte in 4-Stunden-Parts. Damit es in Anführungszeichen nur von Schicht 1 Start bis Schicht 2 Mitte dauert. Also wenn ich zu Hause bin, dass ich dann fertig bin. Also ja. Da merkt man eigentlich erst, was man hat mit den neuen Grafikkarten, so, ne? Was die eigentlich wirklich krass an Fortschritt gebracht haben, was da an Fortschritt reingesteckt ist, was da Technologie drin ist, die einfach ein immenser Fortschritt sind. So, wenn ich bedenke, dass ich, wenn ich jetzt irgendwie so ein 13-Stunden-Video quasi jetzt, was auf 1000, also in Anführungszeichen ja nur, ne, auf 1080p 60 FPS sind, dass ich das dann in 6,5 Stunden Videos, 2 6,5 Stunden Videos quasi splitte, wofür ich, keine Ahnung, so wahrscheinlich mindestens 18 Stunden jetzt mit einer alten Grafikkarte brauche, wahrscheinlich eher 24 Stunden. Da wäre ich ja mit, wenn ich jetzt hier, ne, andere Dinge hier, die mit der 3080, war das jetzt eine 3080 Ti?
Runde, 30, 80, weiß ich gerade gar nicht mehr. Da würde es wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, nur 2 Stunden dauern oder so. Oder 2,5. Aber das wäre halt nichts. Wenn es funktionieren würde, so, ne? Also wenn es smooth laufen würde oder, ja, ne? Wie der nennen wir es mal, der im Vergleich halt zu dem neuen, ja gut, so neu ist noch nicht mehr, aber schon doch bei etwas Besserem, besser in Anführungszeichen, aber dafür läuft das Ding hier rund. Gut, das Einzige, was ich halt hier mit diesem Ding nicht gemacht habe, ich habe nicht die Grafikkarte geupdatet. Also die Grafikkarte ist, glaube ich, die Treiber sind, ja gut, es fing an mit 52 Monate. Das ist wahrscheinlich jetzt, oh nee, mit 56 Monate veraltet. Ich soll eine neue Treiberversion aufballern. Das ist wahrscheinlich jetzt bei 70 Monaten oder so, aber ich denke mal so, ja, nee, I don't care. Ich habe keine Lust drauf. Okay, in Realität ist es eher, ich habe, ja, so ein Ding, ich habe Schiss, dass das dann halt wieder passiert, weil die Treiber-Updates sind einfach der einzige Grund, weswegen die beiden Rechner halt den Geist aufgegeben haben. Caution. Please mind the speed limit. Deswegen habe ich das Ding hier noch nicht geupdatet, den Grafikkartentreiber. Das Einzige, was ich hier mache, ist halt einmal im Monat, oder anderthalb Monate, wie auch immer, also einmal im Monat, dass ich dann halt das Gezwungene, was halt wirklich leider zwanghaft ist, Windows-Update. Früher in den guten alten Zeiten konnte man die Scheiße ja ausstellen, also komplett deaktivieren. Also wenn es rund lief, dann lief es rund und man musste nicht vor sich vor jedem Windows-Update fürchten. Aber ja. Also vielleicht würde, wenn der Treiber-Update, der aktuelle Treiber drauf wäre auf von der Grafikkarte, würde es vielleicht sogar noch smoother laufen. Warum schleicht ihr? Tut ihr so, mein, ich weiß, ihr habt eine Menge Last zu schleppen. Nee, also der, ja gut, ich will nicht wissen, was am Bus drin ist, wenn er so langsam hier hochfährt. Vielleicht wird es in Ausmuse laufen, aber nee, ich verzichte gerne. Wir fahren ja auch nur 70 in der 70er-Zone, ja. Müssen wir nochmal pennen? Ja. Das Ganze ja doch noch länger, als ich dachte. Die Fahrt. Ich habe extra was Kurzes genommen, weil ich eigentlich noch ein bisschen was hier vorhabe. Also eine Sache kann ich halt auch nicht machen. Dass ich dann, okay, weiß ich. Könnte ich vielleicht sogar. Ja, vielleicht könnte ich sogar. Mittlerweile ist es ja trocken draußen. Aber ja. Das, na, hier mit Railroad Corporation, das wird dann wahrscheinlich so ein Ding sein, wo ich mich dann, ja, vielleicht bekommt er aber schon in der nächsten Woche zu sehen von, also diese Woche werde ich auf alle Fälle nicht mehr dazu kommen, also für meine Woche, ne? Für euch ist es quasi letzte Woche.
bei ihm mal dazu kommen, irgendwas da gleich noch zu nehmen. Da Samstag super warm wird und ich halt da noch eigentlich ET2 aufnehmen müsste. Also, ne? Da wieder ein freier Tag ist und ich dann die Zeit dafür habe, sagen wir es mal so. Und was halt so ultra warm ist und ich befürchte, ich habe keinen Plan, wie die Sonne dann steht zu dem Zeitpunkt, aber ich befürchte, dass es relativ kurz nach dem Wachwerden dann halt unerträglich wird. Unerträglich warm, um genau zu sein. Deswegen werde ich da auch nur das machen und ich bin noch am Überlegen, ob ich. Ja, gut, ich werde auf alle Fälle hier Fenster dann aufmachen. Wird zwar auch nichts bringen, aber. Dann kommt die übermäßige Hitze, die dann durch die Sonneneinstrahlung hier reinflattern, kommt die dann zumindest wieder ein bisschen raus, wenn es draußen dann nicht ganz so warm ist wie hier drin. Aber ich glaube, ich werde dann trotzdem halt. Ark Survival Evolved laufen lassen. Ich werde ja gleich wieder weiterspielen. Wir schleichen wieder. Kommen wir hier nochmal zu einer vernünftigen Strecke oder fahren wir jetzt die ganze Zeit? Okay, sehr gut. Interstate. Das sehe ich doch gerne. Wenn der Mucker. Freue ich mich, dass es sich gibt. Das einzige Ding, was mir jetzt gerade einfällt, ich habe hier noch was Screenshots gemacht. Mit viel Economy und so, ich befürchte nämlich nicht, weil ich immer noch nicht dazu gekommen bin, weil ich einfach nicht mal gedacht hätte, habe, wenn ich die Zeit dafür hatte. Ich glaube, aber ich habe es. Ich hoffe, dass. Meine Vergangenheit, ich davon Screenshots gemacht hat. Für die Statistik. Wenn nicht, wäre das sehr belastend. Fokussiert gewesen, dass ich vergessen habe, dass ich abbiegen muss. Das ist halt auch eine Sache, die ich wirklich noch machen muss, also sollte. Ich meine, wenn ich in der Ark bin, dann würde ich dauernd, ist ja mehr sowieso, mehr oder weniger sowieso gerade so ein bisschen auf Kaum stehen. Ich wollte was machen, was wollte ich machen? Jetzt vergessen. Was soll ich denn jetzt machen? Get ready to turn right. Wollte ich das machen? Ich glaube nicht. Ah, das wollte ich machen. Turn right. Das ist eine Sache, die ich auch nicht machen kann. Nachdem ich kurz bei Never. Ach, bei Never, das sage ich schon. Bei ISO eingeloggt habe für den Daily Bums. Get ready to turn right. Turn right. Aber es ist eine Sache, um die ich mich dann
wo ich dann in der darauffolgenden Woche dann quasi anfange mit aufzunehmen und selber zu spielen. Ich weiß gar nicht wie genau, also wahrscheinlich werde ich es versuchen halt so zu machen, wie es machen, also ich werde es so machen wahrscheinlich, wie es machen würde, wenn hier nicht so ein altes Ding rumsteht. Sonntag war auch noch so scheiße warm. Die Frage ist, wann ist es warm? Natürlich auch nachmittags. Ja gut, dann kann ich wahrscheinlich die Sommerjacke dann anziehen. Ja. Montag auch so warm. Ich weiß halt nur noch nicht ganz genau, wann ich dann arbeiten muss nächste Woche. Also diese Woche für euch. Aber okay, die Woche fängt aktuell warm an und hört dann kalt auf. Mal, dass ich dann nicht Montag arbeiten muss. Frei habe. Wobei geil wäre schon, weil ich Samstag bis Sonntag bis 23 Uhr arbeite. Also bis 22 Uhr wahrscheinlich eher, aber weil von 22 bis 23 Uhr halt nichts mehr aufhört. Wo wollte ich hin? Ich wollte hier hin. Das Gute, dass ich an einem heißen Tag oder am warmen Tag den zumindest zu Hause immer noch nicht unterwegs bin und auch keine neuen Stundenschicht oder so habe. I mean, wobei ich hier auch glaube ich 7,5 Stunden gearbeitet habe. Ich war auch 8 Stunden, aber ich glaube eher 7,5 Stunden, als wir 38 Grad hatten. Und da hatte ich dann kein E-Bike. Dann habe ich da musste ich selber strampeln. Also mache ich jetzt zwar auch, aber da hatte ich nicht so ein bisschen Unterstützung. Aber gut, da waren jetzt auch glaube ich nicht so viele weite Strecken damals. Wobei ich glaube ich da auch an dem Tag auch so um die, boah, waren das auch 80 Kilometer? Oder waren das doch 90? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, im späteren Verlauf dachte ich, es wäre 90 gewesen, aber vielleicht ist es wahnsinnig. Vielleicht waren es doch 90, 91 an den Tag, die ich gefahren bin, keine Ahnung. Aber ja, die fahre ich aktuell fast täglich. Also halt je nachdem, ne? Also ja, eh so 75 plus an 5 Tagen die Woche. Gestern waren es 91. Meilen noch. Wir müssten irgendwo, irgendwann uns das Ohr hauen. Kann man halt schon vorhersagen. Das wird wahrscheinlich so bei Trucky sein, ja. Ich werde das dann auch so machen, wenn ich jetzt gerade mal so da kurz dran gedacht habe, da ich. Wo wir bei? Das könnte halt eng werden. Muss ich mal schauen. Also, vielleicht werde ich das Video schon morgen hier rendern. Also, gleich das bearbeite noch. Und dann in der Frühschicht quasi
Oder in der frühen Schicht. Dass ich das dann rendere, damit ich dann in der späteren Schicht den Stream, ersten Streampart quasi mache. Ansonsten wäre die Zeit also dazu schon da schon noch zu finden. Ansonsten rendere ich das Video dann am Samstag nach der ETS-2 Aufnahme. Samstag, weil ich mir schon wahrscheinlich auch vornehme, dass ich dann im Garten zumindest noch ein bisschen was mache. Ja, bin ich zwar auch am heißen Tag draußen, aber it is what it is. Du fährst doch aber schon mit welcher Stelle, oder? Nee. Ich meine, dürfte ja 15 Meilen schneller fahren. Könnten es auch, wir dürften es auch, können es aber nicht. Ich habe noch viele andere Videos, die weder was, die weder Streams sind noch jetzt hier mit diesem Kanal was zu tun haben. Muss ich eigentlich auch mal mich dran setzen. Das habe ich eigentlich vor seit Dezember. Weil ich auch mit Seaport wieder weitermachen kann. Das Problem ist meistens, wenn ich dann die Zeit hätte, das nebenbei machen zu können, weil, keine Ahnung, ich gerade aktiv nichts mache oder so, sondern rumstehe. Und auf Illidust warte. Weil ich dann meistens nicht daran denke, dass ich die Sachen, dass ich das da noch Sachen war, die ich machen wollte. Bei dem 65. Das war schlecht bei Dings, ne? Ja, bei mir. Aber es geht für uns weiter nach Truckee und Sacramento. Also halten wir uns erstmal weiter auf der Z80 und fahren hier nicht rechts raus. Ich muss mal gleich nochmal bei Windows Note notieren, dass ich dann in ja, roundabout einer Woche plus minus, je nachdem, ob ich dann vor Mittwoch frei habe oder nicht. Ich bleib mal lieber hier, sicher ist sicher. Dass ich dann auch, okay, ich kann nicht. Dass ich dann noch weiß, in welche Richtung, welche Bundesstaatrichtung ich mich halten muss. Für eine Garage. In der Nähe von Nebraska.
mit dynamischen Werbetafeln ist schon echt nice. Das ist echt schon sehr nice. So ganz, es ist halt so ein kleines Detail, was halt viel Leben reinbringt, so, ne? Jetzt auch gleich kurz, wir sind kurz vor Kalifornien. Es ist mir jetzt auch nur gerade beim Vorbeifahren aufgefallen, dass einfach dieses Dach, das war schon fast Camouflage. So in der stehenden Sonne und so. Wieder die Berge hinauf. Aber kämpfen kann man ja fast gar nicht sagen. Und wir sind in, ja, auf der Sierra. Was ist in Nevada noch? Ich habe es gerade nicht richtig gelesen. Ich habe mich eher darauf konzentriert, dass wir jetzt in Kalifornien sind. Aber dann wahrscheinlich die, ja gut, wie auch immer die Linie heißt, die Sierra. Das ist die Sierra, die wahrscheinlich ist die Sierra Nevada Linie. Nein. County Line, I don't know. Aber ja, wir sind jetzt endlich mal wieder hier in Kalifornien. Sehr schön. Okay, die Waage, die nehmen wir nochmal mit. Neuer Bundesstaat, neue Waage. Fahren wir noch gerne raus und zeigen, dass auf dem Trailer nicht mehr ist, als man sieht. Wenn man hier pennen kann, okay, wir pennen dann hier auf der Waage. Landwirtschaftliche Inspektion voraus. Okay. Spannend. Wir wollen schon unseren Schlafplatz. Go straight. Hat sich nicht viel geändert, das Gebiet ist geblieben. Wir haben nicht noch ihr Zeug mitgenommen, was wir vorher nicht hatten. Ich frage, wo fahren wir gleich raus? Kann man da raus? Ja, Freeway Entrance. Perfekt.
Oh, stimmt, wir sind ja durch die Nacht gefahren. Ich war gerade kurz überrascht, dass die Zeit so vorgeschritten ist. Habe ich glatt vergessen. Agricultural Inspection or Vehicles Prepared to Stop. Interessant. Das sagen, wenn man jetzt irgendwie durch den Nationalpark fährt. Um die landwirtschaftliche Inspektion zu starten, halte an. Aber ich kann es mir nur vorstellen, dass es quasi in Realität dazu da ist, um, keine Ahnung, ja, um zu schauen, ob irgendwie das Fahrzeug zu starke Belastung in die Luft abgibt oder sonstige Defekte, die der Umwelt oder den Nationalpark schaden. Das wäre jetzt einfach so mein Guess. Aber ich habe keine Ahnung. Wenn ihr eine Ahnung habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Aber es wäre jetzt einfach mal so mein Wild Guess gewesen, dass das zum Schutz des Wildlifes ist. Ist die British Truck hier. Also, das ist schon, nice. Also auch dann schon wirklich sehr nice. Trucky war, glaube ich, trotz, weil ich war ja schon immer so ein bisschen bewaldet, aber doch. Schon nice. Auch wenn ich nicht weiß, was jetzt neu ist, wahrscheinlich viel. Oder alles. Was wird schon. Ja, Watch Pro Wildlife. Da haben wir das Thema wieder. Trucks dürfen wir jetzt nur noch 55 fahren, weil wir in Kalifornien sind. Also vorankommen wir jetzt ja auch nicht unbedingt mehr so sehr. Und da kommen wir jetzt auch noch schön zum Abschluss des Tages hinaus. Wir schlappen voll finden, haben wir das Geld ja damit. War das der? War das der Kiste? Nee, was war der Volvo? Das war der Volvo, der ja Gebrauch gekauft hat. Der Cascade, den hatte ich glaube ich schon vorher gehabt. Als der neu rauskam. Auf dem Profil hier. Meine Güte. Stelle mal nachschauen, welche Trucks ich jetzt hier gebraucht gekauft habe und welche nicht. Damit ich weiß, welche ich
vom Prinzip her. Mir zumindest anschauen sollte, wie der Zustand ist. So, ne? Ich meine, hier ist der T680, der hat jetzt 1% permanente Abnutzung. Das klingt nicht so ganz gebraucht. Das klingt, als ob es auf 186 Meilen passieren könnte, dass da nur 1% steht. Aber ich weiß nicht, ich gucke da am besten nochmal genauer nach. Ne? Ab wann so das mit dem gebrauchten LKW reingekommen ist. Ab wann welche Events da untergefallen sind. Weil ich dann das sowohl für ETS vor allem für ATS einfach mal markiert habe. Einfach mal niedergeschrieben habe. Please mind the speed limit. Und wie wir sehen, der Retarder, der bringt halt einfach nichts. Der Retarder, der auf der höchsten Stufe beschleunigt einen sogar noch. Und hält nicht das Tempo. Und ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das mit den anderen Trucks ist, ob da irgendwie der Retarder besser greifen würde. Auf diesen Streckenabschnitt. Aber ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage ja. Wir bleiben auf Interstate 5 Richtung San Francisco. Allerdings fahren wir ja nach Oxford? Oder was? Oxnard? Oakland. Ich wusste irgendwas mit O. Nach Oakland, natürlich. Wohin denn auch sonst? Stay left. Dann fahren wir zu HMS Machinery in Oakland. Stay left. Und da kommt der Schichtplan von dieser Woche eingeflogen. Gucken wir mal. Ich weiß schon immer, weswegen ich hier gucken wollte. Ja, wegen des Wetters, ne? Allgemein. Ja, super. Natürlich habe ich am Montag frei. Es war so klar, am warmen Tag in der Woche habe ich natürlich frei. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich habe es auch jinxen müssen, ne? Also, dass ich wahrscheinlich Montag frei habe, was dann natürlich super ist, weil es halt immer noch 19 Grad oder so sind und ich glaube nicht wirklich zum Aufnehmen kommen, weil es so warm ist. Aber es wäre halt gut, weil ich den Tag davor bis rein übergearbeitet habe. Aber okay. Ein kleines
es war schon fast vorherzusehen, ne? War gut, aber naja, kleines Treatment so gesehen. Überraschenderweise. Na, mal schauen, vielleicht nehme ich das sogar Montag dann auf. Das ist so wie ein ATS-Ding, ne? Ah. Im Grundprinzip. Dienstag sieht gut aus, Mittwoch sieht gut aus, Donnerstag sieht gut aus. Freitag, na gut. Freitag auch wieder anderthalb Stunden zu viel. Du bist eine halbe Stunde zu viel nach meinem Geschmack. Samstag auch bis 22 Uhr. Ja gut. Die Woche beginnt gut. Und am Wochenende zum Wochenende hin wieder ein bisschen belastend. So 21.30 Uhr ja, ist ja noch halb in Ordnung. Also halb. Sehr, sehr halb. Das ist aber bei Oakland. So mich, ja, ich kann mich so ein bisschen erinnern wegen Oakland und Britsche Brücke. Bei Oakland. Stay right and then exit right. Ja, Samstag 9 Stunden. So wie letzte Woche Sonntag. Stay right and then turn right. Das ist einmal 8-mal schon und einmal. Oh Mann. Als ob ich es vorhergesehen habe, dass ich da reinfahre. Das Oh Mann war ein bisschen zu früh. Galt aber noch dem Schichtplan. Aber hey, dann kann ich am Montag das machen, was ich heute machen wollte, aber nicht machen konnte, weil die Bank zu hat. Oh, hallo. Da bin ich wieder. Du wirst bestimmt geradeaus, weil du mich ärgern wirst. Außerdem ist halt Sonntag. Aber mal, vielleicht schaue ich einfach mal Samstag oder halt Sonntag, Montag, einfach mal Railroad Corporation und schaue, womit wir beginnen. Ob es irgendwie Tutorial-mäßig ist, ob es da irgendwie was Tutorial-mäßiges gibt oder Kampagne oder schon mit der Kampagne. Also ich habe mittlerweile, also ich habe irgendwie gesagt gehabt, ich habe mir alles geholt im Steam Sale oder so. Ja, habe ich mir natürlich nicht alles geholt. ich glaube, es war ein Bundle oder so. Ich dachte, da wäre alles drin gewesen. Also ich dachte, da wäre alles drin gewesen zum Zeitpunkt, wo ich es gesagt habe. Da habe ich es wahrscheinlich gesehen, habe gedacht, ja, okay, gut, da ist die Mehrheit immer drin, dann sind halt irgendwie noch so zwei, drei Sachen, die noch fehlen, aber I don't know, kann man sich nochmal holen oder so? Wahrscheinlich habe ich das gedacht, ich habe keine Ahnung. Schon so, das ist einfach zu lange her. Es könnte eigentlich im Dezember gewesen sein, wo ich es mir dann geholt habe. Bei der Corporation oder so noch früher. Haben wir es noch weit? Ich muss ja schon länger, aber langsam muss ich doch wieder dringend. aber ich schaue mal nach und dann. Je nachdem mache ich dann Montag. Da ist schon eine Aufnahme von, oder? Das ist Sonntag halt.
eins von beidem. Schön an der Raffinerie vorbei. Das war das richtige Industriegebiet hier. Dann muss ich ja wohl doch nochmal gleich auf die Suche gehen. T-Shirt, was ich beide waschen kann. Da können wir jetzt so ein bisschen Spaß auch mit Railroad Corporation haben. Bevor da mal Vernünftiges wieder steht. Oh, der zweite Teil rauskommt. Go straight. Ich war eigentlich auch schon teilweise im Überlegen, ob ich mir einfach nur fürs Rendern irgendwie einen Laptop hole oder halt whatever, einfach damit es schneller vorangeht. Schön hier wieder mit dem Industriegebiet. Gefällt mir. Welcome. Welcome to Chemso. Ja. Port Richmond Refinery. Wahrscheinlich. 61st. Nur zu einer Speed Limit. Schade, dass man sich einschalten kann. Vielleicht haben wir es dann sogar hier noch. 13 Meilen auf dem Betriebsgelände. Das ist ja schon. Das ist ja schon nice. Ja. Geradeaus weiter. Leider kann man die 15 Meilen nicht einstellen. Deswegen würde ich sagen, fahren wir 20. Get ready to turn left. Weil die kann ich nämlich einstellen. Haben wir hier Wasser? Turn left. Nee. Pipes. Hätte ja sein können. Wasser zur Kühlung. I don't know. Oder was weiß ich. Caution. Please mind the speed limit. Caution. Please mind the speed limit. Ja, ja, ist ja gut. Müssen wir eh halten. Okay, jetzt haben wir hier aber Wasser. Wow, kleine Bucke. Ich will mal auf einer Seite auch nochmal ein Gate. Kein Gate, aber ein Viewpunkt. Schön wieder dieses Geschleiche. Haben wir hier vorne eine Refinery Shop oder so?
wahrscheinlich ein Öltanker oder so. Oh! Boah, ist das dieses Überbelichtete, ne? Ist schlimm. Ich wollte gerade sagen, ich habe mir die Vorgabe einzuparken und das wirkte gerade relativ gut dafür, dass ich es nicht gezielt hatte. In die Richtung wollte ich lenken. Das ist auch das einzige Problem, was ich mit den Spielen habe, dass sie halt so überbelichtet sind. Ich weiß ja, ob es in der Realität halt auch so ist, aber. Schon ein bisschen nervig. Ausgezeichnet Autonomous Tractor von Nampa nach Oakland geliefert. Gefahrenstrecke 828 Meilen. Dauer 1 Stunde 15. Verbrauchskraftstoff 120 und 21 Gallonen. Also war der 163. ATS-Wirtschaftsauftrag. 35.000 gab es ja für knapp 1.950 Erfahrungspunkte. Dann schauen wir mal, wo denn dieses Schlafplatz ist und schleichen uns hier raus. Das ist aber schon. Oh Gott. Ja, ein Stückchen, wa? Wo ist der nächste? Boah. Ja, wahrscheinlich dann halt Oakland, ne? Fahren wir mal 66 Meilen nach Oakland. Ready to roll. Sobald wir auf Geschwindigkeit kommen und fahren können, schleichen wir erstmal hier wieder raus. Turn right. Please mind the speed limit. Ja, ist ja gut. Caution. Please mind the speed limit. Caution. Please mind the speed limit. Aber kurz zum Schildschrank gekommen hier. Caution. Please mind the speed limit.
Caution. Please mind the speed limit. Caution. Please mind the speed limit. Go straight. So front gate. Und dann verlassen wir auch jetzt die langsame Streckenfahrt hier wieder. Und flitzen mal. Go straight. Aber cool, also ich finde es auch sehr schön, dass, dass einfach halt diese Industriegebiete, oder auch das wie halt in diesem Fall, was halt nur Chemso gehört, dass das halt jetzt einfach nicht nur so ein. So eine Firma reingeploppt ist, sondern halt, das ist halt wirklich sehr realistisch, also, ne? Also wir sagen mal sehr realistisch in Anführungszeichen, aber das ist halt doch schon sehr realitätsnah aufgegriffen wurde, wie jetzt solche, nennen wir es mal in Anführungszeichen, Industriegebiete, die halt also solche Chemiefabriken. Super. Ich dachte, ich dürfte links ab, rechts abbiegen. Wie das halt auch in Realität ist, sodass sie dann wirklich im Grunde genommen, es ist keine Firma, sondern das ist im Grunde genommen eine eigene Stadt so an sich. Stay left and then turn left. Wie wir es ja gerade gesehen haben, mit Fire Department und whatnot. Ja. Ach so. Ach mein Gott. Bevor ihr euch da wieder eingekriegt habt. Ja, nee, nix Speed Limit hier. Man muss ja irgendwie Geschwindigkeit aufbauen. Auf der Bahn fährt. Ach, wir sind ja in Kalifornien, da war ja was. Nix 65, sondern nur 55. Man merkt, ich war sehr lange nicht in Kalifornien. Ich bin die 60 bzw. die 65 gewohnt. Eigentlich die 65 sogar nur. Die 60 kam ab und zu ja nochmal auf. Mal mit Landstraße gefahren aus der Interstate. Wenn wir die Highways unsicher gemacht haben. Die endet. Links halten. Stay left. Wahrscheinlich weiter links halten. Wir fahren ja nicht nach San Francisco, sondern wir fahren ja weiter. Wir fahren ja nach Oakland rein. Stay left. Stay right.
then exit right. Aber natürlich doch. Exit right. Turn left. Und dann sind wir schon mal Schlafplatz ein bisschen zu früh richtig gestoppt, aber Hauptsache mal gestoppt und man sieht, wie es aussieht. Ja, fahren wir jetzt zum Hotel oder? Dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr vorhin haltet mit Railroad Corporation, dass ich damit anfange. Ansonsten sehen wir uns im nächsten ETS-2-Video oder im nächsten ATS-Video hier auf dem Kanal. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.